Und deswegen arbeiten wir gut zusammen und gut dafür, dass alle das als ein schönes Fest empfinden. Bisher ist es das so geworden. Ich freue mich jetzt auf die vielen Begegnungen mit Menschen im Bischofsgarten. Dort ist gerichtet, dort ist ja für das leibliche Wohl gesorgt und wir kommen hoffentlich in gute Gespräche miteinander. Der Ernst des Lebens ging heute los mit der Weihe, denn natürlich ist das auch persönlich, existenziell ein sehr ernsthafter, sehr anrührender Augenblick, der Weihegottesdienst. Das macht man nicht mal einfach so. Das berührt einen im allertiefsten Innern. Und morgen geht die Arbeit los. Ja, das bin ich gewohnt und dafür bin ich als Bischof gewählt worden. Nach Fulda geht's und da werden wir arbeiten. Ja. Ich muss ja erstmal, das habe ich ja auch im Zugehen auf das Bistum gesagt, in aller Ehrlichkeit und Bescheidenheit sagen, ich muss das Bistum erstmal kennenlernen. Ich werde die 11 Bezirke besuchen, da die Menschen kennenlernen, mit den Menschen ins Gespräch kommen, um zu hören, welche Idee von Kirche habt ihr denn hier? Und es ist nicht der Bischof, der etwas anders macht oder besser macht oder gut macht, sondern das sind wir alle zusammen und die Erfahrung zeigt mir, viele stehen in den Startlöchern und sagen, wir machen mit, wir gehen mit dir. Und das ist eine tolle Zusage, die ich heute, ja, das schönste Geschenk eigentlich, das ich heute bekomme. Letzte Frage. Führe zusammen heißt, man muss menschlich zusammenkommen, das ist ganz klar. Und ich habe ja gesagt, dieses Führe zusammen ist kein Befehl, das ist kein simpler Wunsch, das ist ein Gebet. Eigentlich muss man sagen, Jesus führt zusammen. Weil es einfach auch begrenzt ist, was Menschen können und durch ihr Wirken ermöglichen können. Also wir müssen den Blick nach oben richten, sinnbildlich gesprochen, Jesus ist unter uns. Und wir müssen den Blick aufeinander richten. Das meine ich mit dem Zusammenspiel. Ja? Wunderbar, vielen Dank. Wir gehen jetzt ins Festzelt. Also viel, viel Verständnis dafür, dass wir jetzt für die Leute da sind. Dafür bin ich Bischof geworden. Ja, das kann man wirklich sagen. Anrührend. So, ja. Danke. So, Sie danke, danke. Jetzt nochmal ins Festzelt. Genau. Kommen Sie einfach mit. Es gibt was zu trinken. Danke schön. Hier bitte eine gute Arbeit. Kommen Sie mit mir.